Hallo und guten Tag, hier ist Marius von Projekt30.de mit dem Ausblick für die Woche ab dem 13. März. Ja, diese Woche war zumindest mal, was den Donnerstag und Freitag betrifft, doch noch recht interessant. Wenn wir uns mal die Ergebnistabelle anschauen, dann sehen wir, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch und auch Donnerstag jeweils Hochs ausbildeten, die alle vier im Rahmen einer 39-Punkte-Range lagen. Das heißt, wir hatten mit Ende des Donnerstags ein vierfaches Top im DAX. Wir hatten aber auch mit den Tiefs von Dienstag, Mittwoch und Donnerstag einen dreifachen Boden. Und damit war zumindest mal klar, dass der DAX irgendwie aus dieser engen Range aus Doppelboden, dreifachem Doppelboden und vierfachem Top heraus muss. Wir haben ja hier noch den alten achtfachen Boden. Die anderen beiden oder anderen drei sieht man hier gar nicht. Hier sieht man noch die fünf. Mit 15,2, 54 und 2,89, 2,47, 2,86, 15,300. Das geht noch ein bisschen weiter. Der wurde dann ja überhüpft, indem wir auf das 15.500er und 600er Level kletterten und einmal kurz ein neues Jahreshoch machten bei 15.706. Aber das hier war irgendwo klar, da muss was passieren. Und in der Regel passiert das dann ja auch, indem der DAX mal 100, 200 oder auch 300 Punkte zulegt, wenn er sich von solchen Tiefs löst. Oder wenn es dann in die umgekehrte Richtung geht, dann eben auch mal 100, 200 oder 300 Punkte konsolidiert. Das passierte dann am Freitag mit 205 Punkten, wobei das Gap eigentlich schon ziemlich fett war. 263 Punkte Gap Down, das ist lange her, dass wir das hatten und das kann. Muss nicht, aber das kann der Beginn einer deutlich tieferen Konsolidierung werden. Die Differenz zum Vorwochenschlusskurs 15.576 beträgt mit Schlusskurs 15.427 relativ kleine 150 Punkte und die Differenz zum Monatsultimo des Februar beträgt 299 Punkte. Ganz interessant war auch noch dieses Doppeltop hier. Mittwoch 15.667 und am Donnerstag ebenso 15.667. Ja, der Pivotpunkt am Montag 14.413, der kommenden Woche bei 15.520 und der des Monats März verbleibt noch bei 15.377. Tja, eigentlich wollte ich noch ein paar Aktien charten. Der hat es allerdings durch die Entwicklung der letzten beiden Tage, Unwägbarkeiten gegeben, das ist der richtige Ausdruck. Ich möchte zunächst mal den Montag abwarten, denn die US-Indizes haben ja am Freitag auch relativ dicht an ihren Tagestiefs geschlossen, sodass man zumindest mal befürchten muss, dass am Montag der DAX auch noch mal eins auf den Deckel bekommt und dann warte ich doch lieber ein, zwei Tage ab und habe dann möglicherweise belastbare Marken in den Charts, die ich eigentlich, oder in den Aktien, die ich eigentlich zeigen wollte. Wir gucken uns deswegen den DAX ein bisschen ausführlicher an, Dow Jones, S&P nur in einem Chart und dann blicken wir kurz auf Bitcoin, auf Silber und Gold. Und bevor ich anfange mit den Charts, möchte ich euch nochmal ein paar Sachen zeigen, die in dieser Woche ganz interessant waren. Das ist ja der tägliche Tagesausblick, 15 Euro im Monat oder 40 Euro für 3 Monate. Es gibt dort in der Regel 4-5 Updates am Tag, also es gibt jeden Tag den Ausblick für den Folgetag und dann gibt es vorm Handelsbeginn USA gibt es ein Update zu den Dow Jones, es gibt gegen Mittag auch immer ein DAX-Update und insofern die Interessenten können sich auch in einen WhatsApp-Chat bzw. einen Telegram-Chat einbuchen und bekommen dann eine Echtzeitbenachrichtigung, wenn hier neue Beiträge veröffentlicht werden. Es gibt natürlich auch eine E-Mail an den E-Mail-Account, den ihr bei der Registrierung angebt, aber so geht es dann eben noch einen Tick schneller und man muss nicht ständig in seinem Postfach nachgucken. Gut, ich will mal kurz durchflippen, damit ihr einen Eindruck bekommt, weil ich halte diesen Service nach wie vor für interessant und wichtig, egal ob man erfahren ist an der Börse oder nicht. Das sind in der Regel die Ausblicke
Mit der Tabelle, die ihr vom Wochenende kennt, die gibt es hier natürlich wöchentlich. Dann gibt es den DAX in der Regel im Tageschart, Stundenchart H4, H1. Dann wichtige Marken zur Ober- und zur Unterseite. Jeden Tag, die ja alle aus verschiedenen Zeiteinheiten im Minutenchart M5 zusammengefasst sind. Dann ein Chart vom Dow Jones, S&P, Kassa und Nasdaq. Und dann nochmal die Zusammenfassung, zeige ich euch heute auch noch kurz. Also insofern ist so ein Tagesausblick, denke ich, eine ganz gute Orientierung. Wenn wir mal hier auf den 7. schauen, das ist der Dienstag gewesen. Da habe ich zum Beispiel natürlich auch in den Chats, also Leserstream und Premium, aber da müsste ich jetzt, wenn ich da reingehe und diese Charts suche, müsste ich zu viel scrollen, denn in den beiden Chats, Leserstream und Premium, da gibt es täglich so zwischen 230, 250 und 300 Postings. Also insofern ist das, was ich im täglichen Update, im Tagesausblick poste, für mich schnell ergreifbar. Um 12.18 Uhr habe ich da ein Update gepostet. Da hatten wir nämlich einen möglichen Wohlfühlkeil im Minutenchart M5, der 1, 2, 3, 4, 5 zählbar war. Wir standen bei 15.694 und die Ziellinie zu diesem Punkt oder zu diesem Zeitpunkt verlief bei 15.614. Dann gab es um 16.03 Uhr Erfolgsmeldung. Da sind wir nämlich nicht nur zur Ziellinie gelaufen, 15.601 zu dem Zeitpunkt, sondern der DAX machte auch sein Gap bei 15.578 zu. Also, ich sag mal, eine schöne Strecke, und wenn man ein bisschen was von Wohlfühlkeilen versteht, und das wird man zwangsläufig, wenn man entweder im täglichen Ausblick oder in den Chats ist, denn da werden diese Formationen häufig gechartet und auch gehandelt, dann war das zumindest mal eine lohnenswerte Strecke. Schauen wir in den nächsten Tag hinein. Das ist hier der Ausblick für den Donnerstag gewesen, also für den 9. Da hatten wir gleich ein Déjà-vu. Also die eine Wolfe, der eine Wolfe-Keil im M5 war ja abgearbeitet, zwei Tage zuvor. Und dann hatten wir schon wieder so einen am Wickel mit 1, 2, 3, 4, 5, ein Fake-Out und wieder rüber. Das war beim Stand 15.635, also im Ausblick genannt. Und das Update gab es dann um 11.23 Uhr. Da war der DAX nämlich bis auf zwei kleine Punkte an die Ziellinie gelaufen. Und wenn wir hier mal schauen, das waren 15.635. 15.635 nach 15.542. Das war auch eine schöne Strecke, die man mitnehmen konnte, sofern man dann Wohlfühlkeile handelt. Haben wir auch abgefrühstückt. Dann kam dieser Ausblick, das ist für den Freitag gewesen, genau, also am Donnerstagabend gepostet um 19.07 Uhr. Die Ausblicke kommen immer so zwischen 19 und 19.30 Uhr. Da hatte sich irgendwie eine ganz interessante Geschichte ergeben. Wer das hier lesen will, der hält mal kurz den oder das Video an. Ich erkläre es nochmal kurz. Mir kam, weil wir eine lange Seitwärtsrange im DAX haben, kam mir das irgendwie ein bisschen spanisch vor, dass wir ja hier oben nochmal angedockt haben. Ja, long story short, ich brachte zumindest mal als Theorie, und es ist auch noch eine Theorie, ins Gespräch, dass wir es möglicherweise mit einem Broadening Top zu tun haben. Ein Broadening Top, das sind ja zwei Linien, die sich auffächern, also sieht aus wie eine Trompete. Und wir konnten die 1, die 2, die 3 zählen, und ich schrieb eben im Text dazu, es fehlt die 4 und die 5. Weil wir hier aber ein mögliches Öhrchen hatten, einen Kopf und ein mögliches zweites Öhrchen, wenn es dann zur Oberseite gelaufen wäre, kam eben auch mit Nackenlinie 15.534 eine Batman-Formation in Betracht oder, so steht es auch im Text, eine Cup-and-Handle. Normalerweise ist ja eine Cup-and-Handle eine Formation, die eine Tasse bildet, einen Henkel macht und dann zur Oberseite zieht. Und wenn wir die auf den Kopf stellen, dann haben wir hier eine Tasse und einen Henkel und dann muss es eben zur Unterseite laufen. Für den Fall, weil das war die einzige Formation, die aktiviert war, wir hatten hier die
Tasse, wir hatten hier den Henkel, der hat ja auch auf die Nackenlinie aufgesetzt. Das war ein bisschen ungewöhnlich, aber hat diese aktive Cup-and-Handle-Formation nicht ungültig gemacht. Das wäre erst passiert, wenn die Kurse über dieses Hoch gelaufen wären und dann hätten wir es möglicherweise mit dem Batman zu tun bekommen. Sei es drum, 15.432, ich habe natürlich die Ziele der Cup-and-Handle ausgerechnet, 15.402. Also gute 130 Punkte tiefer und das 100% Ziel 15.330, das dann auch so gepostet und das war dann wenig später sozusagen am Freitag um 9.16 Uhr, leider mit eben diesem fetten Gap-Up, das heißt wer an der Nackenlinie oder wer nicht proaktiv Short gegangen ist, der konnte nur zugucken. Nichtsdestotrotz, wenn man sich das mal anschaut und ich fake ja hier nicht, also hier schauen ja einige hundert Abonnenten, das statistische Ziel im Hoch gemacht 15.402 und im Tief die 15.330, 100%. Und jetzt wird es ganz interessant werden, was macht der DAX am Montag? Läuft der hier runter zur 4? Das wäre im Bereich 15.043 der Fall, fallend natürlich diese Linie. Und läuft dann möglicherweise nochmal, um alles rauszukegeln, zur 5 hoch. Also ich will dieses Broadening Top nicht beschwören. Ich sage eben einfach nur, wir können die Trendlinie zeichnen, denn wir haben hier zwei Auflagepunkte und derer 1, 2, 3, 4 auf der Unterseite und insofern ist es legitim, das zumindest zu beobachten und nichts anderes soll es aktuell auch sein. Ja, das gucken wir uns nachher noch an. Das war im Ausblick im Blog, das ist glaube ich auch der 10. gewesen, das war der 7. schon. Ein möglicher Wohlverkeil im Dow Jones, zu dem Zeitpunkt zählbar 1, 2, 3, 4. Und die Frage war eben, wie immer hier die eingebaute ABC-Bewegung, die darauf gedeutet hätte, wir laufen nach 31,737, aber wir hätten mindestens zur unteren Keilbegrenzung laufen müssen, um eben ein tieferes Tief zu machen als das der 3, weil sich an der 5 so ein Wohlverkeil aktiviert. Auch da gucken wir nachher nochmal drauf und im Dow Jones war ja eigentlich wichtig, dass wir hier diese Seitwärtsrange hatten. Dreifaches Tief unten, 32,573, dreifaches Top oben, 33,340 und ja, das Update vom Freitag, da ist dann der Wohlverkeil wunderbar runtergelaufen und nun müssen wir mal schauen, ob es weitergeht. Aktiv ist dieser Wohlverkeil jetzt mit der Ziellinie bei 33.638 und er darf aber natürlich noch runter an den Überschussbereich 32.158 oder die ABC fertig machen bei 31.737. Das wären ja auch nochmal schlanke 600 Punkte. Aber insofern ist die Situation für den Montag, wenngleich durch diese SVB ausgelöste Bankenkrise, eigentlich bärisch, aber ja, wir haben es, glaube ich, in den letzten Monaten des Öfteren gehabt, dass wir mal ein knackiges Gap-Down sahen und dann eben einfach eine V-Erholung. Also insofern, ich sag mal, Montag mit leicht bärischer Tendenz, aber festlegen kann und will ich mich da noch nicht. Der Montag wird auf jeden Fall hochinteressant werden, denke ich. Ja, und was die beiden Chats angeht, also Laserstream und Premium, da sehen wir es hier, das sind so... Was ist denn hier los? Naja, Laserstream und Premium in der Regel so, damit 238, 248, 262, dann am Freitag 313 Postings, also jeweils in den im Laserstream und im Premium. Das heißt, da geht es natürlich den ganzen... da geht es den ganzen Tag zur Sache. Wenn wir da mal irgendwie in den Freitag reinschauen, dann sehen wir eben hier auf der rechten Seite die User-Beiträge, die so über den Tag reinkommen. Auf der linken Seite poste ich Dinge, die ich für interessant und zeigenswert halte. Also, wer da Lust hat, zeige ich nachher noch entweder den Tagesausblick auf projekt30.blog oder eben mir eine Mail schreiben an marius@projekt30.blog und um Einlass bitten in den Premium-Stream oder Laser-Stream. So, jetzt fangen wir endlich mit dem DAX an. Der 3-Tages-Chart ist nach wie vor aktuell.
Er beginnt ja im Februar 2020. Wir haben oben und unten ausreichend viele Auflagepunkte, um zu sagen, dieser Kanal ist legitim. Die Mittelspur dieses Kanals, nicht unwichtig, die Mittelspur der Bollinger Bänder ist ja auch nicht unwichtig, weil es die 20 SMA ist, verläuft bei 15.270. Darauf kann man mal achten, wenn man im größeren Bild unterwegs ist. Die 15.270 ist aber auch insofern interessant, als wir die 15.245 dort haben. Das ist ja die 76er Erholungsfibo der Abwärtsstrecke Allzeithoch zum Tief aus Oktober bei 11.862. Und wir wissen aus den H3 und H4 Charts, dass die massiv verteidigt wird. Also 15.245, 15.270 ab Montag. Eine Marke, auf die man achten darf. Im Tageschart ein ähnliches Bild. Hier sehen wir das Tief, das ist aus Oktober, aus September, bei 11.862 zum Allzeithoch. Und wir haben zwei Fibonacci-Sequenzen. Einmal Corona-Tief 8.255 zum Allzeithoch und dann die Konsolidierung vom Allzeithoch runter zum Tief aus September. Und das, was wir eben sehen, ist diese Seitwärtsrange, in der DAX sich seit Anfang Februar bewegt. Ich habe das hier mal, ich ziehe das mal ein Stück weiter auf, ich habe das hier lila eingefärbt, weil das so eine Ausbruchszone ist. Denn diese Seitwärtsrange, wenn sie sich dann in gleicher Höhe zur Unter- oder zur Oberseite auflöst, würde sie zur Unterseite nach 14.832 führen und damit in unmittelbarer Nähe der MOB-Marke 14.816 aus dem Wochenchart. Oder aber der Abtrag dieser Range zur Oberseite führt nach 16.071 und damit wären wir auch in unmittelbarer Nähe des Allzeithochs. Das Hoch aus Februar 2022, also etwas mehr als ein Jahr zuvor, liegt bei 15.736, das aktuelle Jahreshoch 15.706. Ja, und hier haben wir den Schlusskurs aus Januar bei 15.182 und deswegen glaube ich erst an einen Range-Ausbruch, wenn wir entweder über das Hoch aus Februar 2022 gehen oder unter den Schlusskurs aus Januar diesen Jahres bei 15.128. Ja, die 20 SMA aus dem Tageschart und damit eben auch die Mittelspur der Bollinger Bänder bei 15.458 und damit eigentlich mittig in dieser Zone. Das heißt, selbst mit den Abgaben vom Freitag hat der DAX im größeren Bild uns noch kein Signal gegeben. Das gibt er uns erst unterhalb 15.245, hier ist die gewichtige 76er Erholung, und unter 15.150 oder wenn er sich zur Oberseite auf den Weg macht, oberhalb des sechsfachen Top, was ich in der Ergebnistabelle zeigte, 15.658 und hoch vom Februar 2022. Vorher nölt der hier weiter in einer Range. Und wir haben noch einen zweiten Kanal, an dessen, die ist natürlich jünger, die ist nicht von 2020, der beginnt erst im August 2022, aber auch da sehen wir nochmal dieses Tief 11.862 und das Allzeithoch. Und da arbeitet er eben, das ist geschlossen, da arbeitet er eben auch schon länger. Wir haben am 17.01. Anlauf gehabt, erster Ausbruchsversuch, zweiter Ausbruchsversuch, dritter nicht gelungen, runter zur 76er Fibo und dann hier wieder 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen und kam nicht drüber. Jetzt sind wir mit dem Gap Down zur Unterseite aus dem Handel gegangen. Und seit Anfang Februar arbeitet der DAX eben in einer Seitwärtsrange. Ping, Pong, Ping, Pong. Die ist 413 Punkte hoch. Reicht von 15.658 bis 15.245. Das ist auch ein wichtiger Markenbereich, der im M5 auftaucht. Und dann gab es ja hier den ersten Ausreißer zur Unterseite, das ist der 24. Februar gewesen, mit dem Tief 15.150 und dann eben, nicht, hier sahen wir, das ist das, was ich vorhin meinte, hier sahen wir auch ein kräftiges Gap Down und dann eben dieser, ich will nicht sagen krank,
Aber doch ein bisschen krank war da schon. Also Gap Down auf jeden Fall ein kräftiges Gap Down auch. Das ging ja irgendwo von 15.300. Hier war die Eröffnung 15.175, also eine ähnliche Nummer wie aktuell. Und dann gab es vom Donnerstag auf den Freitag, den 3.3., eben diesen tierischen Lauf zum Jahreshoch 15.706. Und wir müssen eben schauen, wird das eine ähnliche Nummer und wir zinkeln hier ab Montag oben heraus, zumal wir ja am nächsten Freitag auch großen, also dreifachen Verfall im DAX haben. Da ist alles möglich. Oder geht es hier weiter zur Unterseite? Aber das, was ich eben im Tageschart zeigte, der Ausbruch aus dieser Range gelingt erst oberhalb 15.706 und der Marke aus Februar 2022 oder unterhalb 15.150. Und dann muss man schauen, ob tatsächlich die innere Höhe dieser Range, die große Range beträgt 556 Punkte, ob das dann zur Ober- oder zur Unterseite abgetragen wird. Im 30-Minuten-Chart, den eben schon gezeigten oder das mögliche gezeigte Broadening Top. Es fehlt, wie gesagt, ein Anlauf an die 4, die aktuell bei 15.028 verläuft, die obere begrenzende Trendlinie bei 15.032 und diese blauen Bereiche hier ist das, was ich eben gezeigt habe. Das sind nämlich nochmal, nur damit man es nicht vergisst, diese beiden wichtigen Bereiche. Ich bin beim Charten irgendwie immer bemüht, das so übersichtlich wie möglich zu machen. So, long story short. Was erwartet uns am Montag, weiß niemand, ich auch nicht. Aber es gibt ja nur wenig Möglichkeiten. Entweder es geht nochmal deutlich zur Unterseite und wir testen diesen Bereich, laufen rein, gehen möglicherweise im Laufe der Woche sogar auf die untere Trendlinie und müssen dann diebisch aufpassen, ob es nicht wieder hochgeht zur 5. Und die zweite Möglichkeit ist eben, dass wir, wie wir es hier gesehen haben, eine Erholung sehen, die nochmal zur Oberseite führt. Falls zweiteres der Fall ist, wäre ein Descending, ein bullisches Descending Broadening Wedge vorstellbar. Das können wir nämlich aktuell von 1, also rot 1, 2, 3, 4 zählen, sofern das Tief vom Freitag Bestand hat. Und dann wäre, wenn es dann ein DBW werden will, die 5 fällig. Und ein Indikator dafür ist immer, wenn die Kurse über die 2 gehen und die 2 dieses DBW liegt bei 15.524. Das heißt, wenn der DAX am Montag 100 Punkte zur Oberseite laufen sollte, sich hier das Köpfchen stößt und wieder zur Unterseite zinkelt und tiefere Tiefs macht, ist die Nummer gegessen. Hüpft der drüber, darf man die 5 nicht ausschließen. Aber das, was mich eigentlich mehr interessiert, ist eben, ob hier nochmal die große Waschmaschine angeworfen wird im Sinne von fetter Absturz, aber ich sag mal, deutlich nachgebende Kurse zur 4, um dann die 5 zu machen und dieses Ding zu aktivieren. Und das wäre dann eine wirklich spannende Situation, weil Broadening Tops dürfen zur Ober- und zur Unterseite ausbrechen, aber es gibt einige Erfahrungswerte, die uns da behilflich sein können. Im 15-Minuten-Chart nochmal die Strecke 15.706, also das Jahreshoch zu dem schon gezeigten Tief 15.150. Von dort sind wir ja mit diesem kräftigen Gap angestiegen, haben das Jahreshoch gemacht und hier sind wir mit dem kräftigen Gap Down zur Unterseite gefallen. Wir haben hier die 20 SMA, den Inside Day Buy Trigger und das offene Gap vom Donnerstag 15.633. Die 23er Konsolidierung dieses Anstiegs war bullisch, die 38er war bullisch, da kam er aber am Freitag nicht mehr drüber. Die 50% Marke ist neutral, die 61er, deswegen ist sie auch rot, nennt sich ja gemeinhin der Bullen letzte Ausfahrt. Das heißt, wenn Sie da nicht die Kurve kriegen, geht's tiefer. Also auch das 15.362 wird im kurzfristigen Bild am Montag eine wichtige Marke sein, denn unterhalb 15.281 ist es mehr als wahrscheinlich, dass wir die 15.150 anlaufen, testen und möglicherweise auch brechen. Eine weitere nicht unwichtige Information: Wir haben eine bärische Gap-Insel am Top und zwar am Jahreshoch. Denn diese Kurse hier sind durch dieses Gap abgetrennt vom Festland sozusagen und durch das Gap Down sind sie auch hier abgetrennt. Und solange eine bärische Insel am Top im Chart
steht, dürfen die Kurse gappend weiter zur Unterseite laufen, nicht? Also das ist ein bisschen groß, aber ist eben nicht ausgeschlossen, dass wir am Montag erneut zur Unterseite gappen, und das darf sich so lange fortsetzen, bis es sich eben nicht mehr fortsetzt. Also wir haben bullische Gap-Inseln gesehen, die dreimal, viermal, fünfmal zur Oberseite gappten, und das Ganze sehen wir dann, wenn ein Markt bärisch eindreht, auch zur Unterseite. Hinfällig ist diese Gap-Insel erst mit Gap-Close 15.633. So, in der Zusammenfassung, M5-Chart, da sind ja immer alle Marken vertreten, die wichtig sind und aus verschiedensten Zeiteinheiten kommen. Das hier unten ist wichtig. Der Ex-Doppelboden 15.300, Ex-Doppelboden 15.273, die gewichtige, jetzt schon dreimal gezeigte 76.4 Erholung 15.245, und wir haben hier aus der großen Strecke noch die 23.8 Konsolidierung aus dem Stundenchart H2. Und zur Oberseite ist das hier eigentlich eine erweiterte Ausbruchszone. Wir haben hier das Jahreshoch 15.706, hier haben wir einen Wohlverkeil aus dem Monatschart, zeige ich gleich noch. Und hier liegen einige Stolpersteine, Ziele und Stolpersteine für den DAX. Ansonsten gibt es eben außer den beiden top absolvierten Wohlverkeilen, die ich eingangs zeigte, nichts Bedeutendes zu zeigen. Die Marken hier unterhalb sind natürlich für die Abonnenten gedacht und werden am Sonntagabend wie immer gepostet. So, jetzt schauen wir noch mal kurz in den Monatschart hinein. Das machen wir eigentlich nur deshalb, um uns mental auf etwas vorzubereiten, womit die US-Märkte aktuell schon beschäftigt scheinen. Dieser aktive Wohlverkeil beginnt im Jahr 2000 und er ist logarithmisch angelegt. Sonst sieht man das nicht. Und wir können diesen Keil zählen von 1, 2, 2 wurde 2003 gemacht, zur 3, zur 4 und zur überschießenden 5. Und die Ziellinie verläuft bei 7.951. Das ist natürlich weit entfernt und muss auch nicht so kommen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die obere begrenzende Trendlinie dieses Keils von einiger Wichtigkeit ist. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganz viele Auflagepunkte, und wenn wir mal hinschauen, wir sind ja im Monatschart, dann haben wir im Monat Februar und aktuell zumindest im Monat März blitzsauber an dieser oberen Trendlinie eins auf den Deckel gekriegt. Und wenn ich mit blitzsauber oder blitzsauber sage, das aktuelle Jahreshoch ist ja 15.706, aber 17 Punkte im Monatschart, das ist, mein Vater hätte gesagt, ein Fliegenschiss. Also insofern, 15.723 ist wichtig, denn wenn wir von dort aus uns deutlicher zur Unterseite machen, und da wird die Ausdehnung des Januars eine gewichtige Rolle spielen, also wenn wir das Tief aus dem Januar, 13.900, wenn das ausradiert wird, dann glaube ich, geht es auch tiefer. Aber wir sehen eben, hier ist der Wohlverkeil im Monatschart 15.732 eine wichtige Marke. Und wir sind ja relativ eng im M5 dran gewesen. Der Zweimonatschart zeigt, das ist hier noch der Einmonatschart, ich will es nur noch mal ein bisschen einscrollen, damit es deutlicher wird. Der Zweimonatschart zeigt exakt diesen Keil, aber er zeigt ihn mal nach Monaten. Und ich habe es ja oft in den Ausblicken in den letzten Jahren gesagt, Leute, immer auf den März achten, der ist gut für Überraschungen. Und Überraschungen in der Form, dass der März gerne bedeutende Hochs und Tiefs macht. Das haben wir 86 gesehen, 90, 1994, März 2000, erinnert jeder, der annähernd so alt ist wie ich. März 2003 erinnern wir, März 2009 Finanzkrise, März 2011 bedeutendes Hoch. März 2015 bedeutendes Hoch, das gleiche im März 2020, gab es ja kräftig auf den Kopf, März 2021, und aktuell sind wir eben hier bei der 15.723, da fehlen ein paar Zehntel, sind wir wieder an einem Hoch.
darf man nicht ausschließen, dass wir hier zur Oberseite ausbrechen und Kurs nehmen auf 16,5 und 17 und 17,5 und 18, who knows. Aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass wir mal wieder so eine Nummer hier bekommen und deutlicher zur Unterseite laufen. Also der Monat März hat ja noch ein paar Tage und insofern bereitet euch psychologisch einfach mal darauf vor, dass der März ein Wendepunkt wird. Dow Jones. Der Tageschart, wie er natürlich auch jeden Tag in den beiden Chats und im Tagesausblick gepostet wird. Wir haben hier eine Range, die begrenzt ist. Drei Tops oben, drei Tiefs unten oder war 32,573 mit einer Höhe von 1.767 Punkten. Wenn die tatsächlich in ihrer Höhe, was oft passiert, zur Unterseite abgearbeitet wird, hätten wir ein Ziel bei 30.806 und damit an der 23.6 Mindesterholung, zeige ich in den H4 und H3 Charts noch, dass wir also ja letzte Ausfahrt, nicht, weil wenn man unter die Mindesterholung fällt, dann ist das Risiko groß, dass das Tief getestet wird und den Doppelboden oder die Doppelbodentiefs hatten wir ja hier im September und Oktober des vergangenen Jahres bei 28.660. Nun hat der Dow Jones gestern im Tief relativ genau auf die 38.2 Erholung aufgesetzt, 31.828. Wenn er die also hält, könnte es am Montag wieder zur Oberseite gehen und diese Fibonacci-Marken, die ihr seht, die stammen eben aus der Strecke Allzeithoch zum Tief 28,660 und das sind dann die Erholungen. Kleinste, mittlere, nee, das ist die mittlere und dann die gewichtige 61,8 und die bedeutende 76,4. Und da war eben auch der Deckel, das Hoch vom 13. Dezember bei 34,712. Also bevor der da nicht rübergeht oder mindestens mal hier das dreifache Top rausnimmt, bleibt der angeschlagen. Und wenn wir jetzt mal, ja, das gucken wir uns in einem anderen Chart an, entweder heute oder nächste Woche. Also auf jeden Fall, dieses dreifache Tief, was jetzt unterschritten ist, könnte im Rücklauf zu einem Widerstand werden, also der Bereich 32,573 bis 50% Erholung. Da muss man schauen, kommt er wieder drüber oder läuft er möglicherweise zurück, kriegt hier eine Kopfnuss und bricht die 38er. Dann können wir davon ausgehen, dass diese blaue Range zur Unterseite abgetragen wird. Im 4-Stunden-Chart hatte ich ja eben schon aus dem Newsletter gezeigt, da war der Keil aber noch hier oben, ist dieser Wolfe-Keil mittlerweile aktiv. Es fehlten noch ein paar Punkte am ABC-Ziel 31,737, aber das ist ja auch nicht weiter interessant. Interessant wird dieser jetzt aktive Keil, dessen Ziellinie bei 33.658 verläuft, erst dann, wenn die untere Keiltrendlinie sauber überschritten wird. Und dann muss man beim ersten Überschreiten auch mit einem relativ engen Stop arbeiten, denn es ist nicht ungewöhnlich, dass es hier nochmal, dass da noch ein paar Trader zur Ader gelassen werden. Im 2-Stunden-Chart die Anstiegsstrecke. Oktober 2022, 28.660 zum Hoch, was wir hier im Dezember machten, am 13. Die bullische 23er Konsolidierung wurde gemacht, die 38er Konsolidierung wurde fast absolviert hier. Dann sind wir ja hier seitwärts gelaufen. Hier nochmal ja, ein Aufbäumer, um die 38er nicht zu verlieren. Das ist eben dieser dreifache Boden, den wir uns eben angeguckt haben und der brach nun. Also muss man mal schauen, 50er ist relativ unwichtig, die 30.971 halte ich für wichtig, sowieso weil es das 61er Retracement ist, aber eben auch, weil hier nur 29 Punkte zu 31.000 fehlen und die 31.000 ist eine Psychomarke. 2-Stunden-Chart, über den freue ich mich nach wie vor riesig, das ist ja das steigende Dreieck, was ich euch gezeigt habe, vor längerer Zeit, 1, 2, 3, 4, 5, wir hatten das statistische Ziel bei 32.972, das wurde hier am Mittwoch, dem 22. Februar angelaufen, dann ging es ein Stück tiefer, machte hier den
dreifachen Boden und das Tief vom 1. März, das 100% dieser Formation war, 32.188. Das wurde am Donnerstag um 21 Uhr, also in der letzten Handelsstunde, punktgenau angelaufen. Na, punktgenau. Ich glaube, das waren 4 oder 5 Punkte. Aber sehr genau angelaufen. Und wenn so eine Formation, also Dreiecke sind ja oftmals zickig, das Ding hier hat perfekt gearbeitet. Und hier ist die 38.2 Erholung aus dem Tageschart, die 31.828. Da hat er eben zweimal gebounced am Freitag. Da müssen wir eben schauen, was am Montag mit dieser Marke passiert. Jetzt gucken wir nochmal beim Dow in das größere Bild hinein. Den erinnert ihr noch, wir haben ja im DAX eine Formation im Wochenchart, die deutlich tiefere Tiefs hat. Aber ich wollte jetzt mal auf den Dow Jones eingehen. Das ist ein bullisches 5-0-Pattern. Ziel bei X, A, B, C und hier bei D wäre der Kaufpunkt gewesen. Und da waren wir ja auch fast im September 2022 und dann ging diese Rallye los. Schauen wir mal. Das ist hier das alte Hoch aus Februar 2020. Falls wir, das sind ja noch ein paar Punkte, aber falls wir die 29.373 brechen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir auch dieses Tief testen und eigentlich noch sicherer, dass der zum Kauftrigger dieses bullischen 5-0-Patterns läuft. Das wartet bei 27.582. Ein guter Indikator auf Wochensicht zumindest ist die Trendlinie aus dem Wochenchart, aktuell 33.718 und das ist dieser Vogel hier. Der beginnt auch schon 2018 im Januar, hat 1, 2, 3, 4, 5, dort 6, dann Gemängel, aber auf jeden Fall 6 Auflagepunkte und scheint umkämpft zu sein. Also diese Spur ist mir hier wichtig, von diesem Punkt bis hier, und da ist die 33.718, da liegt er aktuell deutlich drunter. Und im S&P gucken wir uns nur noch mal diesen Chart an, den habe ich in der letzten Woche ja schon gezeigt. Das ist ein logarithmischer Quartalschart, das heißt, jede Kerze bildet 3 Monate ab und dieser Kanal, logarithmisch, steht hier ja auch, beginnt 1987 mit dem Tief, die obere Begrenzung, das Jahr 2000, Dotcom-Blase platzte, 2009 das bedeutende Tief, 2022, und das, was ich für interessant halte, ist diese Anstiegsstrecke von 87 bis 2000, dauerte 49 Quartale oder 12 Jahre und 3 Monate. Die Anstiegsstrecke seit 2009, wenn wir mal davon ausgehen, dass hier das Hoch erreicht ist, wie auch hier, war nur ganz wenig länger, nämlich 51 Quartale oder 12 Jahre und 9 Monate. Und die, ja, der blaue Bereich, wo die Kurse zur Unterseite liefen, da gab es hier an dieser Marke das erste Mal eine Kopfnuss, dann ging es runter zur zweiten, 1, 2, 3 Quartale Abstützung an dieser Linie, dann zur oberen zurück, dort gab es erneut auf den Kopf und es wurde ein tieferes Tief gemacht, was ja nie ungewöhnlich ist. Von dort aus eigentlich auch in einem ähnlichen Winkel ein Anstieg zu dem aktuellen Hoch in 2022. Und die Frage ist jetzt, wenn wir diese innen liegende blaue Linie verfolgen, aktuell 3.571, laufen wir da runter, brechen sie, passiert das Gleiche, dass wir auch zu dieser Linie laufen, dann vielleicht nochmal zur Oberseite, um dann final richtig eins auf den Kopf zu kriegen. Ich weiß es nicht. Ich sagte in der letzten Woche, wir werden uns diesen Chart ab und zu anschauen. Was ich aber denke, die 3.571, da kann man drauf achten. Das ist eine wichtige Marke. Wir sind aktuell ja noch bei 3.878. Also da ist noch ein bisschen Luft bis zur 3.571. Aber falls die gebrochen wird, Obacht. Obacht, Obacht. Also hat sich sicherlich hier im Jahr 2000 auch niemand vorstellen können, dass hier, ich weiß nicht, was das waren, 80-90% Kursverlust. Sowas passiert eben. Oder kann passieren. Bitcoin. Gibt es auch nicht so viel zu sagen. Diesen Chart müsstet ihr erinnern. Er ist logarithmisch angelegt und bildet auch hier
Zeiträume ab, also 170 Balken, also 170 Wochen, die wir dort haben, und brach dann eben über dieses Hoch aus, machte das nächste Hoch, lief 156 Balken, bis auch dieses Hoch zur Oberseite gebrochen wurde, machte hier ein Hoch und konsolidiert aktuell. Und wenn wir das mal so als Mittelwert mit 164 Balken anlegen, dann hätten wir irgendwo noch Zeit bis in das Jahr 2024. Die Abgaben, ich sag mal, in ähnlicher Größenordnung, minus 91%, minus 84%, aktueller Stand minus 77%, das heißt, hier darf noch ein tieferes Tief gemacht werden. Was aber ganz interessant ist, ist die Trendlinie. Wenn wir die hier ans Tief ansetzen, dann wurde hier gekämpft. Wir haben hier einen blitzsauberen Aufsetzer und wir haben hier, wir sind ja am Wochenchart, 5, 6, 7, 8 Kerzen auf dieser Linie. Dann gab es eben den Bruch, das Tief wurde gemacht und jetzt geht es schon wieder seit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen und zur Unterseite. Das heißt, diese Linie aktuell 25.274 ist wichtig und sie ist auch wichtig, weil ja die große Unterstützung mal zumindest seit 2021, Januar 2021, ist die 28.850. Nicht? Durchbruch, Aufsetzer, Aufsetzer, zur Oberseite, Aufsetzer, Aufsetzer. Das gleiche hier, gekämpft, gekämpft, gekämpft im Wochenchart. Das sind viele, viele Tage und dann Bruch zur Unterseite, Bärenflagge, nächster Bruch zur Unterseite. Also, long story short, Bitcoin ist dann aus dem Schneider und meiner Meinung nach auch auf dem Weg zu so einer Entwicklung, also zurück dahin und möglicherweise auch deutlich höher, wenn die 25.274 steigt natürlich wöchentlich leicht und die 28.850 überwunden ist. Und vorher hält man sich da entweder raus oder man wettet das aus. Ich kann jetzt hier nochmal die 25.274 nehmen. Und dann können wir sagen, mal zumindest in der nächsten Woche ist dieser Bereich wichtig, falls Bitcoin sich wieder zur Oberseite bewegt. Also Trendlinie und Unterstützung, gebrochene Unterstützung, 28.850, das ist der Widerstandsbereich zur Oberseite. Silber, ja, ich kann da nicht viel Neues sagen, weil ich krebse ja auch nicht im Minutenchart M5 oder M15 herum. Nach wie vor ist das hier entweder ein Abwärtstrendkanal oder eine langgezogene bullische Flagge, die in einer ABC-Bewegung mündet. Wir haben ja hier im Bereich der 61.8 Konsolidierung das Tief gemacht und sind dann wieder zur oberen Begrenzung dieses Kanals oder dieser Flagge gelaufen, und dass die vom Markt erkannt ist, eindeutiger geht es gar nicht. Nicht einmal, zweimal, zweieinhalb, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und schauen wir mal. Also meinetwegen kann Silber, ich hätte da überhaupt nichts gegen, weil das halte ich sowieso nur physisch und nicht auf dem Papier. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das nochmal in den Bereich 15 geht, also zumindest Spotpreis, plus 40% Premium, die man aktuell bezahlen muss. Und dann kaufe ich auch wieder physisch ein. Aber die Geschichte ist für mich eben weiterhin intakt. Wichtig ist für mich, also charttechnisch wichtig, dieses Tief im Bereich 17,30. Das sollte möglichst nicht mehr gebrochen werden. Also 17,30, 18,50, 61er Retracement, solange der Bereich hält. Im Gold sieht das ja nicht viel anders aus. Ist die Story für mich nach wie vor intakt und das möglicherweise eben nur eine Zwischenkonsolidierung. Im zweiten Wochenchart sehen wir einen aktiven Wolfe-Keil. Das ist zwar unschön, dass der jetzt wieder unter seiner unteren Keiltrendlinie herumeiert. Aber er bleibt gültig. 1, 2, 3, 4, 5, unterschießende 5, die A, B, C perfekt abgearbeitet. Hier ist die 61er Konsole, die ich eben noch zeigte. Und wenn ich das mal so, also der Apex, der liegt irgendwo Mitte 2024,
Also da ist noch viel Zeit. Das darf hier nochmal runter. Das darf sogar nochmal hier an die 1732, also Überschussbereich oder die eben schon genannte 1576. Alles möglich. Und dass auch dieser Keil erkannt ist, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, also ganz klare Sache. Die Silberbären oder die Edelmetallbären, also vielleicht auch die, die vom Prinzip her bärisch sein müssen, damit eben Gold und Silber nicht so ansteigen, wie sie es meiner Meinung nach verdient hätten. Die können natürlich mit Papier Silber draufhauen ohne Ende. Letztlich ist es eben einfach so, dass die Preise auf dem physischen Markt und die Verfügbarkeit, das ist eine ganz andere Geschichte. Also da sind irgendwo, das sind zwei Welten und dazwischen liegen auch Welten. Ja, also entspannen tut sich das oberhalb der 38er 22,93 und obere Keiltrendlinie aktuell bei 24,10 und dann eben Zielbereich, letztes Hoch und der Bereich 30, 50, 30, 60. Im 4-Stunden-Chart möchte ich nochmal einen fallenden Keil zeigen. Das ist kein Wolfe-Keil, wenn wir ihn als Wolfe-Keil zählen würden. 1, 2, 3, 4, dann würde die 4 tiefer liegen als die 1 und das geht nicht, weil bullische Wolfe-Keile müssen immer eine steigende Ziellinie haben. Also wenn dieser Keil 1, 2, 3, 4 gemacht hätte und dann eine lange 5, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber so ist es nur ein ordinärer fallender Keil. Aber ordinäre fallende Keile werden in der Regel gerne bullisch aufgelöst. Nun können wir zählen, 1, 2, 3, 4, 5 gemacht, Pflicht erfüllt. Alles nicht so wichtig. Wichtig ist einfach auch hier im H4, ist dieser Keil erkannt, kann man die obere und die untere Begrenzung sauber ziehen. Und irgendwann wird es oben oder unten herausgehen. Also das sieht alles noch relativ kontrolliert aus. Das hier sind so diese Short-Attacken, damit man die Kurse eben nochmal nach unten prügelt. Aber hier sehen wir auch irgendwo aus meiner Sicht heraus wieder Akkumulationsphasen, die sich möglicherweise auf dem physischen Markt mehr abspielen als auf dem Papiermarkt. Ja, zum Schluss nochmal das obligatorische Schaubild. Das ist der Newsletter, den ich eingangs zeigte. 15 Euro im Monat, 40 für 3 Monate. Und ja, ich freue mich über jeden, der da reingeht, weil man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Ich schreibe nicht da rein, morgen steigt's oder morgen fällt's. Ja, sondern es gibt eben einfach Erklärungen und es gibt oftmals auch die gleichen Charts fortlaufend, damit man sich einfach reinfühlt und die Schwingungen des Marktes verinnerlichen kann und auch lernt, den Marken zu vertrauen, die ich dort zeige, als Widerstand, als Unterstützung, als Ampel zwischen Bulle und Bären. Und wer den Newsletter einen Monat oder auch 2 oder 3 Monate handelt, oder nicht handelt, sondern bezieht, und mir dann eine Mail schreibt, dass er in den Leserstream-Chat oder den Premium-Chat möchte, der ist in der Regel auch 1 oder 2 Tage später da drin. Warum? Weil ich einfach weiß, dass er meine Analysen schätzt und dann wird er auch in diesen beiden Chaträumen wunderbar zurechtkommen. Da sind tolle Leute, viele erfahrene Leute, andere, die lernen, jedenfalls ein Top-Klima. Und mir sind Leute, die den Newsletter abonniert haben und dann in die Chats reingehen, sind mir eigentlich lieber, weil die natürlich mit der ganzen Terminologie und der Art und Weise, wie ich charte, vertraut sind und ja, damit eben klarkommen. Wer ein bisschen erfahrener ist, vielleicht schon, oder einfach mal einen Chatraum ausprobieren möchte, kann mich gerne anschreiben. E-Mail an marius@projekt30.blog. Premium und Leserstream gleichen sich in der Optik eigentlich hundertprozentig, nur im Premium gibt es eben noch extra Tabs für einige technische Helferlein, also das Cockpit, wo harmonische Pattern, Popguns, Wolfe Waves, über 11 Instrumente und viele Zeiteinheiten gescannt werden. Es gibt dort eben auch den AirTrack-Scanner und den beiden Chats ist auch der Formationsrechner noch angegliedert. Das ist eine ganz feine Sache. Da tippt man einfach nur die Hochs und Tiefs von Formationen ein nach Vorgabe, drückt auf den Knopf und dann werden die bullischen und bärischen Ziele ausgeworfen. Das heißt also die Ziele, die ich hier euch immer zeige und die ja zumindest im DAX gut angelaufen wurden, die habe ich nicht mehr manuell errechnet wie früher, sondern
Marken eintragen, Klick und schon sind die Ziele da und das ist eine tolle Arbeitserleichterung. Ja, ich freue mich über nette Kommentare und in dieser Woche, wie gesagt, wir haben am Freitag irgendwo ein bisschen Turmoil an den Märkten gehabt und außerdem ist gutes Wetter und ich will jetzt noch mal eine Stunde raus. Bitte schreibt mir die Aktien, die ihr gechartet haben wollt. Ich verspreche euch, in der nächsten Woche, das heißt zum nächsten Wochenende, werde ich 5 oder 6 der am meist gewählten Aktien oder Rohstoffe, was auch immer ihr euch wünscht, dann charten. Also da gibt es Indianer-Ehrenwort drauf. Und insofern noch ein schönes Restwochenende und bis dann. Tschüss, tschüss.